Guten Morgen, ich bin Uli Kronenberg und ich bin anderswohin. Zurzeit bin ich unterwegs in Thüringen und heute am Fuß des Kufsteiner Gebirges. Hier gibt es den Ort Tilleda. Und hier gibt es die Königspfalz Tilleda, von der wir da schon das Eingangstor sehen. Königspfalzen, da gab es einige von dem Mittelalter im Deutschen Reich. Die damaligen Könige und Kaiser, die waren ja ständig unterwegs. Man zog von Pfalz zu Pfalz und in den Pfalzen wurden dann Hoftage abgehalten. Tilleda, das war eine dieser Königspfalzen, allerdings ist es heute eine ganz besondere, denn das ist die einzig vollständige ausgegrabene Königspfalz in Deutschland. Und außerdem ist diese Königspfalz eine, die man versucht hat zu rekonstruieren. Ja, die Königspfalz hier, die scheint von einer Schutzmauer umgeben zu sein. Und das hier ist so etwas wie ein Burgtor. Da gehen wir jetzt mal rein in den Innenbereich. Das ist neben dem Eingangstor ein Wachturm. Da führt außen eine Treppe rauf und auch innen drin. Und da können wir jetzt mal hochgehen. Da schauen wir jetzt auf den Eingangsbereich. Das ist der Weg, den wir eben hochgekommen sind. Wenn wir schon mal hier oben sind, dann schauen wir auch mal durch die anderen Fenster raus. Das ist jetzt ein Blick in die Vorburg. Die Königspfalz, die unterschied sich nämlich zwischen einer Vorburg für das gemeine Volk und der Hauptburg. Da war dann der König. Die Pfalzanlage, die liegt ja hier auf einem Hügel und der war zwischen dem 8. und dem 13. Jahrhundert bewohnt. Jetzt sind wir hier wieder in der Vorburg. Was man hier rekonstruiert hat, neben den Wehranlagen, das sind auch Wohn- und Wirtschaftsgebäude. Ich glaube, das Langgezogene, das ist wohl eher ein Wohngebäude gewesen. Aber da sind wir jetzt drin und hier befindet sich, wie in einigen anderen Gebäuden auch, eine Ausstellung drin. Hier geht es um das Textilhandwerk, also ums Weben. Das sind Webstühle. Also wir befinden uns jetzt hier in der Vorburg und das, was man da hinten sehen kann, das ist eigentlich erst die Hauptburg. Sehr schön von hier zu sehen, das ist der Kyffhäuser. Der befindet sich dort oben auf dem Berg. Dort hat ja auch eine Reichsburg gestanden und als die gebaut wurde im 11. Jahrhundert, da hat hier die Königspfalz an Bedeutung verloren. Und während wir uns jetzt weiter einige der Gebäude anschauen, erzähle ich euch etwas aus der Geschichte von Tilleda. Anfang des 9. Jahrhunderts wurde Tilleda erstmalig erwähnt. In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts, um das 10. Jahrhundert herum, wurde das Ganze dann hier zur Pfalzanlage ausgebaut. Da hat man hier die Hauptburg gebaut. Da gibt es ja zum Beispiel eine Kapelle und einen großen Saalbau drin. Das werden wir gleich noch sehen. Und man hat hier die ganzen Befestigungsanlagen gebaut. Man hat die Wälle aufgeschüttet. Auch Kaiser sind hier zu Gast gewesen, so zum Beispiel Otto II., das war im Mai 974, und Otto III., das war im Dezember 993. Wir sind ja jetzt drin in einem der Häuser. Hier, das scheint sowas wie der Keller zu sein, das dürfte die Vorratskammer gewesen sein. Und hier in dem Raum drin, da steht ein größeres Bett und da hinten in den Kommoden, da sind Sachen zum Anziehen drin. Die Hauptblütezeit der Pfalz, die ist im 10. und 11. Jahrhundert gewesen. Hier in der Vorburg, wo jetzt nur ein paar Gebäude stehen, da haben insgesamt 239 Gebäude gestanden. Das war also rappelvoll hier. Das waren Werkstätten, hier waren Bauern und hier haben normale Leute gewohnt. Jetzt sind wir an der Hauptburg angekommen. Da gehen wir durchs Tor und gehen jetzt in den Bereich rein, wo die Könige und Kaiser gelebt haben. Hier sind die Gebäude nur andeutungsweise rekonstruiert worden, aber Bilder geben uns hier eine Vorstellung davon, wie es hier einmal ausgesehen hat. Das hier, das dürfte der Palast gewesen sein, der Raum, wo der König oder Kaiser drin regiert hat. Hier dürfte der Thron gestanden haben. Ja, das nennt man auch die Wohntürme des Königs. Hier hat also der König und die Königsfamilie drin gewohnt.
Die konnten bis zu 20 Meter hoch sein, diese Türme. Das ist der klägliche Rest. Das hier könnte der Eingang gewesen sein. Ja, hier haben dann Königs und Kaisers gewohnt. Zwei Etagen hoch vermutlich das Ganze. Leider nicht mehr viel von erhalten oder wenig von rekonstruiert. Das musste man sich jetzt mal mit Möbeln vorstellen. Das ist jetzt eine Heizungsanlage aus dem 10. Jahrhundert. Hier unten wurde Feuer drin gemacht, die Luft wurde erheizt und über ein Röhrensystem unter dem Haus verteilt. Fußbodenheizung. Übrigens 1174, da war Kaiser Friedrich Barbarossa hier in Tilleda, da hat er hier sein Heer für einen Kreuzzug gesammelt. Und da wir uns jetzt hier an der Kirche befinden, das hier sind Gräber. Im 13. Jahrhundert wurde die Pfalzanlage dann aufgegeben und verlassen. Dann wurde sie wiedergefunden und 1935 bis 1938 und dann 1958 bis 1979 hat man das Ganze hier wieder ausgegraben. So hat die Kirche hier einmal ausgesehen. Da kann man die Apsis erkennen, das ist der Altarraum. Hier sind Reste von Säulen. Und da hinten könnte eine Empore gewesen sein. Das ist der Ort, wo dann der König zugeguckt hat beim Gottesdienst. Dass hier nur noch so wenig Grundmauern vorhanden sind, das hat damit zu tun, dass die Leute aus der Umgebung hier die ganze Burg nach der Aufgabe als Steinbruch benutzt haben. So, das war's. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Eindruck davon vermitteln können, wie diese Königspfalz hier einmal ausgesehen hat, wie riesig die gewesen ist. Das war's dann für heute. In diesem Sinn, tschüss.